K.O. Schmidt, vom Sinnlichen zum Übersinnlichen. Was die groben Sinne des äußeren Menschen nicht wahrnehmen, ist für ihn nicht vorhanden. Aber je feiner seine Sinne werden, insbesondere wenn die inneren Sinne der Seele zu erwachen beginnen, desto mehr Dinge werden für ihn existent. Er nimmt dann wahr, was die anderen nicht sehen. Eine neue Welt tut sich ihm auf, die für ihn soweit greifbare Wirklichkeit wird, als sein Wahrnehmungsvermögen für sie reicht. Einiges davon spüren wir in den Werken der Dichter, noch mehr in den Kündungen der Seher, Propheten, Erleuchteten und geistigen Lehrer. Je weiter das Erwachen des Geistes fortschreitet, desto umfassender wird seine Wirklichkeitserkenntnis und sein Verständnis für die Weisheit der Alten, für die Wahrheit der Mysterien, für die Frohbotschaft der Religionen. Jeder Mensch befindet sich auf dem Wege von der Sinnengebundenheit und Nichterkenntnis zum übersinnlichen Erkennen. Auf der gegenwärtigen Entwicklungsstufe unserer leibseelischen Konstitution ist uns noch vieles unbegreiflich, was Weiterblickende längst als Wahrheit erkannten. Aber immerhin weiß man heute, dass, wenn der Mensch andere Sinne hätte, er andere Seiten der Wirklichkeit wahrnehmen würde, die ebenso real sind wie das, was seine jetzigen Sinne ihn erkennen lassen. Nun wird mit dem Wachstum der Seele auch ihr Körperkleid ständig an Feinheit und Sensibilität gewinnen. Die Körpersinne verfeinern sich, sodass manches früher Unfassliche heute begreifbar wird. Im Menschen schlummern zahllose Kräfte und Fähigkeiten, die auf seine Höherentwicklung hinweisen und dafür notwendig sind. Mit ihrer Entwicklung wird er fähiger, bisher Unbegreifbares seinem Wesen nach zu erkennen. Es ist gut, dass er sich so allmählich dem Licht der Wahrheit nähert und tiefere Zusammenhänge zwischen Außen und Innen, unten und oben wahrnimmt. Im gleichen Maße wird ihm schrittweise alles Sinnenhafte zum Spiegel des Übersinnlichen. Die Natur wird ihm zum Schlüssel zu den geistigen Welten. Weise geworden sieht der Mensch überall Entsprechungen. Er schließt sich den physischen Gesetzmäßigkeiten auf die entsprechenden geistigen Gesetze und macht sich die anerkannten Analogien bedachtsam dienstbar. Er lernt, seine Kräfte im Dienste des Guten und der Vervollkommnung seiner selbst, seiner Umwelt und des Lebens einzusetzen. Damit wird immer mehr von dem, was früher, weil unbegriffen, ins Reich der Magie verwiesen wurde, als Teil der miteinander korrespondierenden Natur und Übernatur des Geistes ergründet, begriffen und sinnvoll genutzt. Aus Das Geheimnis des Menschseins von K.O. Schmidt.